Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu The Sexy Brotale mit eurem wahrscheinlich jetzt gehassten Adamantios. Ja, ich habe euch ja letztes Mal hier hängen lassen. Wir haben die Statuen gerichtet und wir warten jetzt darauf, dass hier was passiert. So, wir wollen jetzt gucken, ob Aurum und Thanos es überleben werden. Ich weiß nicht. Nein! Was? Welche haben sie da ausgeschaltet? Es ist so mies, dass man das nicht sieht. Welche Statue haben die ausgeschaltet? Oh crap. Also das schätze ich weniger. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es die wahrscheinlich ist, die letzte da unten. Oh Mist. Wie kommen wir da hin? Wir sind jetzt hier unten. Oh crap. Da. Oh puh. Genau hier, jetzt nach oben. Ey, das ist doch ein fucking Scherz. Ernsthaft. Oh nein. Nein. Ja. Toll. Wir dürfen den Tag nochmal starten. Großartig. Großes Kino. Ich habe nicht damit erwartet, dass da noch eine Uhr, dass auch noch eine zurückgesetzt wird. Oh, ernsthaft. Ich habe mich zu sicher gefühlt. So, jetzt gehen wir hier rein. Nein, ich muss in die Bar, verdammt Axt. So. Okay. Ich kann im Groben bedenken, welche Statue sie geändert haben. Und zwar die ganz am Anfang. So. Und ich gehe mal ganz. Deswegen müssen wir jetzt mal. Ich gehe mal davon. So. Hier rein. Jetzt warten wir kurz, bis Aurum hier reingekommen ist. Weil das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt schon die Statue in einem geheimen Raum ziehen, wird Aurum uns das wieder versauen, weil er an der Statue am Arm zieht. So. So, also, wir werden den gleichen Weg wie eben gehen. Nur, dass wir am Ende, anstatt uns da im Schrank zu verstecken bei der großen Maschine, nochmal zum Anfang zurückkommen. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich eigentlich aufhören wollte aufzunehmen? Aber ich bin selbst gespannt. Weil es ist ja anscheinend, das sind die vorletzten Leute, die wir retten müssen. Es fehlt dann nur eine Person. Aber schon ein bisschen seltsam, ne? Dass das so schnell wahrscheinlich zu Ende geht hier? Hallo. So, okay. Am Anziehen, sagst du? Also gut, wie du gesagt hast. Hoffen, dass ich nicht gerne helfe, Thanos. Zeit für einen schnellen Drink. Wo geht's denn da oben eigentlich lang? Ich bin jetzt hier im geheimen Raum. Da geht's nur in einen anderen geheimen Raum. Ist da noch eine Statue? Nee, Quack. So. Ich denke mal, Zeit für einen kurzen Blick habe ich. Ach nee, hier säuft er und da ist noch eine Pik-Axt drin. Könntest du jetzt einfach mal. Dankeschön. So, als nächstes, wir sind jetzt hier im Raum. Das heißt, er hat da bereits den Arm abgebrochen und versteckt. Das ist ja die hier unten, die Statue.
Da ist nur ein Geist. Okay. Dann werde ich die Statue da jetzt... Gut, wir laufen jetzt mal hier lang. So. So. Hier rein. So. Arm. Dankeschön. So. Ich muss... ich muss diesen Ey, manchmal nervt das aber mit diesem Kack-Fair-Kram da. Sorry, wenn ich das mal so sage. Natürlich soll das dabei dafür klarstellen, dass man... Soll das klarstellen, dass man ja... So. Dass man ja nicht zu schnell alles kriegt, sondern echt sich Mühe geben muss. So. Sehr schön. So, nimm den Arm. Dann gehe ich jetzt hier hin. So. Arm dran. Besser Arm dran als Arm ab. Arm sein. Oh. Nee, Quatsch. Lieber Arm. Achso, nee, die führt nur noch da unten, ne? Ja. Die Karte ist ein bisschen komisch. Komm schon. Gib Papa ein paar neue Schuhe. Komm schon, wir brauchen das Herz. Yay! Sehr gut. Jetzt gehen wir schnell zur anderen Statue. Weil wir ja wissen, die wird ja umgedreht. Jetzt haben wir die Stunde-Show beginnt einer Stunde. Ja. Die Show haben wir gesehen gehabt. Der Mord an Red und Grey. So, ja, richtig, genau. Ich muss ja jetzt hier komplett zurück. Hallo Geist. Oh. Nein. Oh, kommt hier durch. Schnell den Schrank. Jetzt sagt nicht, er ist der Idiot, der da unten am Arm noch zieht. So, oh, komm hier durch. So, hat Willow sich gerade erhängt. Kommt. Das müsst ihr euch mal reinziehen, wie es sich auf dem Ohr anhört, ey. Ich habe ihn rechts auf dem Ohr. Tatsächlich, er ist der Idiot. Oh nö! Du verdammter Volldepp! Sag mir bitte nicht, er ist derjenige, der zieht auch noch den anderen Arm darunter. Herz! Dad, Herz! Es hat geklappt. Aber es reicht. Diese symbolische Statue, ich verstehe es nicht, das ist eigentlich nicht die korrekte Kombination. Meinst du, der Marquis hat sie ausgetauscht? Das ist möglich. Aber wenn das so ist, dann sind die, die ich verwenden sollte. Es ist schrecklich, darüber nachzudenken, was hätte passieren können. Ich fühle mich besser, als ich sollte. Vielleicht muss ich jetzt gar nicht diese Maske tragen. Ja, fühlt sich an, als wäre ein Gewicht von mir abgefallen. Wir haben sie gerettet. Hi. Ah, Boone. Lafcadio, wie geht's denn, Mann? Hast du irgendwas mit dem Aufzug angestellt? Ich hatte so ein furchtbares Gefühl. Boone, würde es dir etwas ausmachen, die Suche nach Lucas fortzuführen? Ich mache mir Sorgen um ihn, aber er wird sich weniger ändern, wenn du es bist, der seine Sorgen äußert. Der Junge liebt dich, Muffy. Er sieht zu dir auf. Trotz seines ganzen Reichtums muss auch seine Seele gerettet werden. Und außerdem schuldet mir der Altener hier einen Drink. Und seinen Leuten vom Personal eine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung, so ein frecher junger Mann. Also zu meiner Zeit.
Wenn ihr zu meiner seid. Nö. Und wir kriegen die Maske von Thanos. Und wir haben sie gerechtet. Von der Regel in die Taufe. Thanos Maske gehört dir, Boon. Gut. Dann mal los. Verdammt. Der geniale Architekt Arnas Goriki verfügt über unverlässliche Wissen über das Sexy Hotel. Durch den Besuch bestimmter Orte an Öwen werden Erinnerungen ausgelöst und Geheimnisse aufgedeckt. Schalte nur Einträge in der Broschüre frei, in denen du Kraft einsetzt, sobald die Aufforderung erscheint. Er weiß mehr über diesen Ort als jeder andere, mit Ausnahme von Reggie vielleicht. Mit dieser Maske und Thanos Wissen wird dir so vieles offenbart. Das Denkmal von Thanos ist dein Weg nach vorn. Aber er kann auch so viel über das Anwesen und den Weg, in den du bereits eingeschlagen hast, enthüllen. Du hast einen Weg nach unten geöffnet, Boon. Ich möchte dir danken. Da unten ist die in der Dunkelheit gibt es etwas sehr Wertvolles. Komm und finde mich. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Okay, dann gehen wir nach unten. Ah, ist gleich automatisch hier gesetzt worden. Ja, so. Wird Zeit, die letzte Person zu retten. Samstag. So, dann gucken wir doch mal. Der Keller. Verdammt. Wir sind jetzt schon wieder dran. Ich habe gerade meine Maske brennt. Beleuchtet. Welcher Schalter? Unsicher. Arg! Erfolg. Okay, ich folge den beiden einfach mal. Weil... Mist, ich kann da nichts... Ah, ich habe sie gehört, da ist ein Spiegel nebenan. Ich will auch die Transportspiegel benutzen. Ja. Die Maschine haben sie anscheinend. Theaterbeleuchtung. Ich weiß immer noch nicht, wer denn sterben soll. Ich habe das Gefühl, meine Maske brennt. Ah, da ist sie. Boon, das hier ist anders als der Rest des Anwesens. Hier bewahrt der Marquis einige seiner mächtigsten Geheimnisse sicher auf. Ich glaube, hinter dieser Statue ist eine Tür. Du musst heraus, wie du sie öffnen kannst. Wenn ich mit ihm sprechen kann, wenn ich nur sehen könnte, was... Ich kann nicht hier bleiben. Bitte, Boon, hilf mir herausfinden, was hinter dieser Tür ist. Okay. Hinter dieser riesen Statue, wo eindeutig ein Schlüsselloch ist. Kann ich nicht Dings... Nee, kann ich nicht. Gut. Wollte nicht Reds Maske benutzen. So. Gucken wir mal da rein. Hier ist ein Cocktailkelch. Das hier sieht aus wie ein Gefängnis. Okay. Kann ich das vielleicht abbrennen? Okay. Dann hier. Ja, so.
Muss ich damit was löschen? Gefüllter Cocktailkelch. The Fug? Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wer hier getötet wird. Mist. Ah! Okay. Und der hier? Und vielleicht der da drüben? Dann gehe ich mal ganz stark aus, dass der nächste ist. Ah! Okay. Okay, wir haben einmal Strom angesendet jetzt hier. Jetzt müssen wir auf die andere Seite, um den grünen auch noch zu aktivieren. Ein sexy brutale Flipper. Yay! So. Sehen die da oben mich? Und sind das vielleicht gar keine Menschen? Weil irgendwie. Wie sagen wir so eine komische Maschine? Sein Arm fehlt. Okay. Eine Roulette-Kugel. Aha. Okay, das scheint hier ja irgendwie anscheinend. Okay, Fakt ist, wir müssen irgendwie hinter den König, aber da fehlt der Arm. Oh! Guck mal, hier sind alle, die wir gerettet haben, sind noch belichtet. Aber hier. Sixpence. Jag ihm eine Kugel durch den Kopf. Clay. Ah, guck mal, die gehen aus, wenn die sterben. Sixpence ist schon tot. Ah, okay. Die Lichter hier gehen aus, sobald. Was? Ah! Okay. Die Katzenmusik zu spielen hat mir die. Hat mir eine Karte gebracht. Das ist natürlich auch toll. Okay, Faktum ist, ich habe jetzt so eine komische Roulette-Kugel und einen gefüllten Kelch. So. Weil ich damit allerdings machen kann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Komm ich von hier? Na hier. Können wir vielleicht da irgendwie was mitmachen? Also wir brauchen wieder mal den rechten Arm dieser komischen Statue, wenn wir denn weiterkommen wollen. Oh. Ah! Ah, 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 BBB. Ja! Haha! Stimmt ja. Oh Mist, und gleich ist die Zeit um. Okay. Ja Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Folge mal für heute. Beim nächsten Mal werden wir dann mal das Ganze hier richtig machen. Und schauen, wie wir denn überhaupt retten müssen. Also dann, ciao.